Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, erstmal vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, das zweite Projekt im Rahmen dieser DFG-Förderung vorstellen zu können. Wir machen den Vortrag gemeinsam. Martin Nissen, mein Name, von der UB Heidelberg und Andrea Hacker. Wir kooperieren, wie ich gleich auch sagen werde, in verschiedenen Zusammenhängen, also UB, Unibibliothek, als die Einrichtung, die auch von der Universität das Mandat hat, die Open Access Aktivitäten in Heidelberg zu koordinieren. Und ich selbst bin in der UB zunächst mal eigentlich für den Publikationsservice HiDoc zuständig und dann darüber hinaus auch jetzt vom Rektorat beauftragt, die Open Access Aktivitäten als Open Access Koordinator zu betreuen. Ich habe allerdings auch noch daneben andere Aufgaben. Also ich bin von Hause aus Historiker, Fachreferent für Geschichte und ich leite auch einen Teil der Benutzungsabteilung, die Informationsdienste, Auskunftsdienste, Lesesäle. Das ist aber doch in weiten Teilen ein getrenntes Aufgabenfeld. Ich sage einleitend vor allen Dingen etwas zum Kontext. Also nochmal zu den Open Access Aktivitäten in Heidelberg und Andrea wird dann im zweiten Teil vor allen Dingen auch auf das DFG-Projekt eingehen. Bei uns, und deshalb ist es eigentlich in zweierlei Hinsicht gerade eine Projektphase, bei uns überschneiden sich eigentlich zwei Prozesse gerade. Das ist zum einen eben die erfreuliche Bewilligung dieses DFG-Projekts, was wir auch mit, darauf werden wir auch eingehen, mit Open Monograph Press durchführen wollen, also wo wir auch ein paar Sachen entwickeln wollen in Heidelberg und auch Strukturen aufbauen wollen, testweise. Zum anderen befinden wir uns gerade, und auch wenn die Kamera läuft, kann ich das ruhig verraten, auch in der, ich sag mal, Strukturierungsphase, was den Heidelberger Universitätsverlag anbelangt, wobei da eine ganze Menge Weichenstellungen noch unklar sind. Das geht ja im Prinzip um die genaue Ansiedlung. Vieles ist schon vorüberlegt, aber wir sind einfach deshalb auch sehr, sehr gespannt auf Feedback, auf Rückmeldungen, auch auf Kooperationen, auch aus der AG Universitätsverlage. Wir finden uns da eben in einem Gründungsprozess und das kommt zusammen und ich hoffe, dass sich das auch ab dem nächsten Jahr dann wechselseitig befruchten wird. Wir, ein paar einleitende Worte über Open Access Aktivitäten in Heidelberg. Wir sind eine sehr forschungsstarke Universität, also mit einem sehr hohen Publikationsoutput. Wir haben das jetzt hier mal ermittelt, 2013 nur für die Zeitschriftenartikel, das sind rund 5.700 Artikel. Davon sind, wir hatten die Zahlen zum ersten Mal erhoben 2012, mittlerweile rund, Konstanz war da noch besser, wie ich heute Morgen gehört habe, rund mittlerweile, ja ich glaube 13%, 12,5% sind Open Access Gold-Publikationen. Das ist auch innerhalb von einem Jahr auch wieder um 2 Prozentpunkte angestiegen. Also man sieht hier, dass es hier starken Zuwachs gibt, liegt natürlich in Heidelberg auch an den starken Lebenswissenschaften. Wir haben verschiedene Open Access Aktivitäten. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ich eben für den Heidelberger Dokumentenserver, also auch für den Grünen Weg in Heidelberg zuständig bin. Wir haben daneben Fachserver, das sind auch traditionelle fachliche Schwerpunkte in Heidelberg. Auch hier werden wir anfangen, das vielleicht noch als Zusatzinformation über die Fachinformationsdienste, Publikationsdienst im Bereich der Monographien auch mit Open Monograph Press aufzubauen. Das läuft bei uns im Prinzip parallel zu den geplanten Verlagsaktivitäten. Wir haben einen Publikationsfonds. Die erste Folie war auch ein Ausschnitt sozusagen aus dieser Antragstellung, der bei Weitem nicht ausreicht. Also da kann man nicht genug Geld reingeben. Wir haben im Februar gestartet, das war das erste Mal jetzt, und hatten den bereits im Juli ausgeschöpft. Also daran sieht man auch wiederum, was da eigentlich für ein Bedarf da ist. Und wir haben auch kaum Werbung dafür eigentlich machen müssen. Also es ist sicherlich etwas, was perspektivisch auch für Bücher interessant wäre. Also das ist so ein bisschen auch der Appell an die Forschungsförderungseinrichtungen. Also das ist ganz klar, dass einfach da Geld erforderlich ist. Und es ist sicherlich auch ganz sinnvoll, das zentral zu finanzieren durch zum Beispiel, Frau Hetscher hat es heute Morgen ja auch gesagt, Umschichtungen innerhalb des Bibliotheksetats.
Darüber hinaus haben wir auch angefangen 2008 im Bereich der Open Access Gold Produktion aktiv zu werden. Zunächst mit dem Open Journal System, das mittlerweile nicht mehr in der, ich habe eigentlich immer von Beta, aber Alpha ist wahrscheinlich sogar die bessere Bezeichnung, nicht wie Open Monograph Press in der Alpha, sondern mittlerweile eigentlich in der voll funktionstüchtigen Version bereitsteht mit, ich glaube, über 3000 Installationen weltweit, also auch kommerziell von Verlagen, der sehr stark eingesetzt wird. Und das ist auch etwas, was durchaus ein Argument für Open Monograph Press ist, ja dieselbe Entwickler-Community. Und man sieht einfach, da ist der Lernfortschritt sozusagen gegeben. Und das ist auch weiterhin definitiv ein starkes Argument, trotz der, ich möchte es auch gar nicht kleinreden, der Anfangsschwierigkeiten bei Open Monograph Press an dem System festzuhalten. Nur nochmal zur Einbettung, also das ist das, woher wir auch kommen. Also man kann auch durchaus sagen, es ist ein bisschen systemgeleitet. Wir hatten das eine System, das läuft gut, wir haben ein zweites System und deshalb machen wir Bücher. Also das wäre jetzt etwas vereinfacht gesagt, aber so ein bisschen ist es auch durchaus die Genese und wir sind da eben auch vor allen Dingen über die Kooperation mit dem Exzellenzcluster recht nah an den Entwicklern von PKP dran. Wir verfahren bei den Zeitschriften, müssen überlegen, wie wir das längerfristig machen, bisher ein bisschen anders. Wir sind da auch durchaus serviceorientiert, aber wir lassen vor allen Dingen die Autorinnen, Autoren, die Herausgeber mitsprechen. Die haben vor allen Dingen beim Layout, bei der Gestaltung ein starkes Mitspracherecht. Also es geht definitiv über das hinaus, was sie sonst bei einem Verlag kriegen würden. Das ist durchaus auch ein Argument, dass jemand eine Zeitschrift bei Springer versucht und dann einen entsprechenden Button nicht bekommt und aus Ärger dann zu uns kommt. Also das haben wir durchaus festgestellt, was diese Serviceorientierung anbelangt. Ich hatte schon erwähnt, wir haben hier die Kooperation, also auch im Zeitschriftenbereich mit dem Exzellenzcluster Asien und Europa als sehr große Forschungseinrichtung in Heidelberg. Hier ist ein Screenshot eines, kann man durchaus empfehlen, und das zeigt auch gleich, was wir hier thematisch irgendwie, wo wir hier stehen und was wir auch ausprobieren wollen, mit einem interessanten Aufsatz zu maritimen Netzwerken im 20. Jahrhundert, also ein Screenshot auf die aktuelle Ausgabe, die ich hier ausdrücklich auch nochmal bewerben möchte. Wie gesagt, von OJS zu OMP, das System, was wir jetzt auch in der Version 1.1 einsetzen. Wir haben das installiert als Testversion vor einem guten Jahr und ein paar Anpassungen konnten wir da schon vornehmen, aber es sind einfach wirklich die Probleme, die es am Anfang gibt. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch bei der Freischaltung des ersten Bandes das Problem mit dem Viewer, der erstmal in verschiedenen Browsern nicht funktioniert hat. Also das ist einfach jetzt, das sind sozusagen die Geburtsschwierigkeiten, die wir auch haben, aber das System hat auch einige Stärken, insbesondere auch, was wir aber genauer ausprobieren müssen, für die Organisation des Review-Prozesses. Meines Wissens gibt es bisher drei Anwender, wahrscheinlich noch weitere Testinstanzen. Wenn es noch darüber hinaus Anwender gibt, sind wir natürlich daran interessiert. Erwähnte große Projekt, was wir eben gehört haben an der FU Berlin, Bochum hat erste Bände freigeschaltet und eben die Heidelberger Instanz. Das ist ein Blick auf, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, auch wiederum den ersten Band, den wir jetzt auch, muss man schon sagen, testweise gestartet haben. Da ist nicht im Rahmen des DFG-Projekts, zu dem Andrea Hacker gleich ausführlicher auch berichten wird, erschienen. Also nicht im Rahmen der transkulturellen Studien, sondern wir haben hier parallel einen Band genommen, um auch, das kann man durchaus sagen, um so ein Labor auch auszuprobieren, einfach mal einen Band online zu stellen und das zu starten. Und hier sieht man, eben das Cover und dann eben entsprechende Download-Möglichkeiten über OMP Heidelberg würden Sie den Band auch entsprechend aufrufen können. Auch hier sieht man, Entwicklung ist da an verschiedenen Stellen erforderlich für OMP. Da geht es insbesondere um Plugins-Entwicklung, die wichtig sind. Zum anderen aber auch Weiterentwicklungen am System selbst. Und da versuchen wir jetzt auch, sogar ehrlich gesagt, über die Antragstellung hinaus aktiv zu werden und wollen auch den Download, also den Darstellungsbereich neu gestalten. Das vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund zukünftiger Ausgabeformate. Andrea Hacker wird da auch gleich nochmal drauf eingehen. Ein Teil des DFG-Projektes ist es auch, ein Tool zu entwickeln, das das Layout zumindest teilweise automatisieren soll und dann eben unterschiedliche Ausgabeformate anbietet. Und dafür, also um
einfach mehr als PDF-Dateien anbieten zu können. Dafür wird es auch erforderlich sein, den Darstellungsbereich, den Download-Bereich, Entschuldigung, neu zu gestalten. Und damit würde ich, da wir ja auch noch halbwegs in der Zeit bleiben wollen, gerne an Andrea weitergeben. Danke. Danke, Martin. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Andrea Hacke. Ich bin seit 2008 im Exzellenzcluster Asien und Europa zugange und kümmere mich dort um eine Buchserie, die wir aufgebaut haben zu transkulturellen Studien. Diese Buchserie läuft bei Springer. Das heißt, ich habe sehr wohl ein paar Zahlen, wie rentabel das mit den 15.000 Euro sein kann. Diese Serie ist allerdings nicht Open Access und dementsprechend unerschwinglich weltweit. Wir haben dort Bücher, die bis zu 150 Euro das Stück kosten. Das ist eine Sache, die ich mache. Die andere Sache, um die ich mich kümmere, das E-Journal, das wir gerade gesehen haben. Das ist Open Access Gold und Sie werden schon gesehen haben, es ist englischsprachig. Unser ganzer Laden läuft auf Englisch. Das sind human- und sozialwissenschaftliche Arbeiten, die auf Englisch laufen. Das heißt, ich werde ob des Mangels an Zeit mich wahrscheinlich ein bisschen ergehen, was die Qualitätssicherung angeht. Denn das ist auch ein Thema, ich glaube, das uns alle so ein bisschen umtreibt. Nicht nur von dem, was notwendig ist, sondern auch von dem, was es kostet. Okay, also hier haben Sie schon ein paar Eckdaten an der Wand. Wir haben etwas später angefangen wie die Kollegen in Berlin. Wir haben am 1. Mai angefangen. Wir waren jetzt erst fähig, zum 1. September die letzte Stelle zu besetzen. Der Administrationskrieg war fürchterlich, bis man die ganzen Sachen wirklich hat eintüten können. Das Pilotprojekt an sich ist eine Serie, wesentlich schmaler gehalten im Umfang als das Schwesterprojekt. Es geht darum, wir haben gesagt, wir wollen gerne in einem kleineren Umfang produzieren, 8 Bücher. Das ist das, was wir versuchen in den ersten 2 Jahren zu leisten. Wichtig hier ist, dass es sich um eine Buchserie handelt, die sich an Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler wendet, die auf Englisch publizieren möchten. Zum Hintergrund, wir haben am Cluster ungefähr 100 Doktorandinnen und Doktoranden. Eine Großzahl dieser Leute kommen aus verschiedenen Hintergründen. Aus verschiedenen Ländern, pardon, und wenn die mit ihren Doktorarbeiten fertig sind, dann fallen sie ja automatisch in diese deutsche Gepflogenheit, dass sie publizieren müssen, bevor sie ihren Doktortitel bekommen. Das ist nicht für alle sehr einfach. Das heißt, wir haben uns überlegt, anstatt den Leuten die Möglichkeit aufzuoktroyieren, dass sie jetzt nun entweder in Open Access Green publizieren müssen oder den Weg des Druckkostenzuschusses gehen, versuchen wir eine Serie aufzubauen, die das eine mit dem anderen verbindet. Von den Genres her, du hast gerade angefangen, Margot, über die Aufweichung der Genres zu sprechen. Das ist eine hochspannende Angelegenheit. Wir werden Monografien und Sammelbände produzieren, die auch Videos und Audio mit einbauen werden. Wir arbeiten mit sehr vielen verschiedenen Quellen, Formaten und die sollen in diese Arbeiten, ob das dann noch Bücher sind oder nicht oder Monografien im eigentlichen Sinne oder nicht, darüber können wir uns gerne noch unterhalten. Aber das muss eingebaut werden. Das ist ja auch das Reizvolle an dieser Geschichte, dass man solche verschiedenen Formate mit einbeziehen kann in die Publikation. Qualitätssicherung. Schon viel gesagt worden heute, ich will nicht wiederholen, wir sind alle ein bisschen müde, denke ich. Listenentwicklung, Qualitätsprüfung durch das Editorial Board, ich glaube, das ist recht traditionell. Es wird eine Arbeitsgruppe geben innerhalb des Editorial Boards, die sich um die Entscheidungen kümmern wird, um das Tagesgeschäft kümmern wird, was den Inhalt und die Listenbildung angeht.
Ein Peer-Review-Verfahren ist sine qua non. Ich glaube, wenn man versucht, im internationalen, vor allen Dingen englischsprachigen Publikationsmarkt sich zu behaupten, nicht nur als Autorin oder Autor, sondern auch als Verlag, dann muss man dieses Qualitätssiegel mitbringen. Auch hier tut sich ja unglaublich viel Spannendes. Und ja, es wird ein traditionelles Peer-Review-Verfahren sein, zumindest mal für den Anfang. Aber es tun sich ja auch da ganz spannende Sachen, Open Review. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch diese Qualitätssicherung neu zu denken. Und da werden wir sicherlich mit großer Spannung gucken, was sich entwickelt. Bringt mich zum Punkt des Sprachlektorats. Das haben wir ja schon vorher gehört, sehr schön mit dem Handbuch More Sense Than One. Sprachlektorat ist absolut notwendig. Internationale Studenten heißt nicht, dass das englische Muttersprachler sind. Das sind Leute, die in den human- und sozialwissenschaftlichen Fächern Bücher geschrieben haben in einer Sprache, die weder ihre Muttersprache ist, noch in vielen Fällen die Sprache der Kultur, die sie studieren. Wir haben also durchaus sehr viele Leute, sagen wir mal jetzt, jemand aus Indien kommt und französische Literatur studiert. Die Dissertation allerdings auf Englisch schreibt an einer deutschen Universität. Ja, dann das ist sehr viel, dass man da jonglieren muss. Und meine Erfahrung mit der Buchserie bei Springer und durchaus auch mit dem E-Journal, das wir jetzt schon seit 2010 regelmäßig publizieren, ist, dass es ohne Sprachlektorat einfach nicht geht. Das geht einfach nicht. Vor allen Dingen, wenn man sich nochmal kursbewusst macht, dass in den humanen Sozialwissenschaften, dass wir an Text gebunden sind. Wir machen nichts, wir machen keine Nanotechnologie oder sonst irgendwas, wir machen Text. Und dieser Text muss natürlich dann auch dementsprechend lesbar sein. Das kostet Geld, das kostet sehr viel Geld. Gutes Sprachlektorat ist richtig teuer. Und eine der großen Fragen und Herausforderungen für uns wird eben sein, im Rahmen dieses Projekts, wie man diese Qualitätssicherung garantieren kann, was es kostet und wer es zahlt. Ja, also das sind drei einfache Fragen, aber das ist eine Sache, auf die ich sehr ungern verzichten will. Ich komme nachher noch mal ganz kurz darauf zurück zu sprechen, denn ich glaube, wir haben da eine Idee. Nichtsdestotrotz sehen Sie hier bei dem Geschäftsmodell zwei Fragezeichen. Ich will mich bei weitem nicht so weit aus dem Fenster lehnen und hier ganz konkrete Zahlen anführen. Wir sind noch nicht so weit. Nein, das müssen wir erst mal durchtacken, durchdenken. Es wurde zum Beispiel auch vorher sehr schön gesagt, was kostet das, wenn ich einer Autorin beibringen muss, wie lange es dauert oder wo sie hin muss, damit sie Copyright Clearance für ihre Videoausschnitte herbekommt. Was kostet das? Wie kann ich das quantifizieren? Ich denke, ich stimme der... Ja, ich glaube auch nicht, dass es möglich ist, dass sich das irgendwie marktwirtschaftlich komplett rechnen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es wird sich darauf... Ja, ich will jetzt gar nicht in die Kristallkugel gucken. Fragezeichen. Okay, es gibt Organisatorisches zu tun. Es stehen unglaublich viele Dinge an und unglaublich viele Diskussionen, die gehalten werden müssen. Aber es sind sehr, sehr spannende Dinge. Die Geschäftsstelle, Martin hatte das schon erwähnt, wo wird das angesiedelt? Ein wissenschaftlicher Beirat soll einberufen werden, der sich um die Verlagstätigkeit an sich der Universität Heidelberg kümmert, aber eben insbesondere auch um die Bildung der Serie. Okay, jetzt machen wir weiter. Wie geht das? Space would do it. 8 Monographien habe ich schon bemerkt. 4 davon sind in verschiedenen Stadien der Kreation. Ich sage das sehr vorsichtig, denn eins ist bereits begutachtet und ist jetzt in der Umschreibphase. Andere sind noch im Geiste der Autorinnen und Autoren. Aber es sind 4 angesagte Projekte. Ich habe Abstracts und ich bin hinter den Leuten her, dass sie das auch liefern.
zum Punkt, den Martin angesprochen hat und der mir sehr am Herzen liegt. Und da komme ich nachher nochmal drauf, wenn ich zu den Zielen komme und den Grundlagen. Und das ist die Weiterentwicklung von OMP. OMP wird im Rahmen dieses Projekts von uns angepasst, erweitert werden. Dabei ist es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Strukturen natürlich Open Source und für alle zugänglich gestalten wollen. Ich weiß, ich bin gar nicht fertig. Das heißt, die Nachnutzbarkeit ist von ganz zentraler Wichtigkeit. Das wichtigste Baustück, ja, der Punkt, wo wir vielleicht ein bisschen einsparen können, wenn wir bei der Redaktion so viel Geld ausgeben, das ist die Entwicklung dieses Monograph Publication Tools. Und zwar handelt es sich dabei um ein Projekt oder ein Konstrukt, das man in OMP einbauen kann über ein Plugin und der es dem Verlag erlaubt, über eine Single Source Document verschiedene Endformate zu produzieren. Denn das ist ganz zentral. Satz kostet Geld, er kostet richtig viel Geld. Und wenn man hier eine Abkürzung fahren kann und einiges automatisieren kann, dann glaube ich, hat man schon viel gewonnen. Dabei geht es natürlich auch darum, die Einbindung von verschiedenen Quellenformaten zu berücksichtigen, ja, ob das Tabellen sind oder Videos oder sonst irgendwas. Es geht auch darum, sicherzugehen, dass Schriftarten richtig dargestellt werden und so weiter. Daran arbeiten wir schon lang, da ist auch schon Vorarbeit geleistet worden, vor der Antrag bewilligt wurde. Wir arbeiten seit einiger Zeit sehr eng zusammen mit PKP und den Open Library of the Humanities in England und sind jetzt gerade dabei, einen WYSIWYG Editor aufzusetzen, der es erlaubt, eine XML-Quelldatei zu editieren, ohne dass man einen Schlaganfall kriegt, wenn man diesen ganzen Code sieht, der keinen Sinn ergibt. Okay. Eine andere Sache, die mir sehr am Herzen liegt und die, glaube ich, für das Projekt auch ganz zentral ist, das ist etwas, was man jetzt auch schon, glaube ich, während dieser ganzen Diskussion doch sehr stark gespürt hat, und das ist der Geist der Kooperation. Ohne Kooperation geht das nicht. Ja, das können wir alle nicht leisten. Ihr bildet eine Community, ihr seid angewiesen auf die Leute, die sich bei eintragen. Wir sind angewiesen auf die Erfahrungswerte von den Kolleginnen und Kollegen, die das schon eine ganze Weile betreiben. Ohne Kooperation können wir diese Sachen nicht machen. Im Falle Heidelberg, und ich könnte mir vorstellen, in anderen Institutionen wird das ähnlich sein, geht es darum, universitätsintern zu kooperieren. In unserem Fall heißt das, wir müssen gucken, dass wir andere Akteure für die Sache gewinnen können. Und ich kann das so gut mit dem Zwist, dem man da gegenübersteht, wo man auf der einen Seite so viele Verantwortungen hat als Akademiker. Man hat all diese Dinge, die man tun muss, man hat auch noch ein persönliches Leben, da muss man auch noch irgendwie hier mitarbeiten für Umme. Aber nichtsdestotrotz, man muss die Leute versuchen, dafür zu begeistern. Wir haben auch schon ganz gute Rückmeldungen bekommen. Eine Sache, die ich erwähnen möchte, ist wiederum das Sprachlektorat. Dafür werden wir kooperieren mit der Anglistik und der Amerikanistik auf dem Campus. Wir haben auch vor einigen Jahren mit der Graduiertenakademie angefangen, ein Writing Service for Academic Writing aufzubauen, und mit diesen Leuten hoffen wir zusammenzuarbeiten. I'm almost done. Zur Kapazität wurde von anderer Seite schon sehr viel eloquenter gesprochen. Finanzierungsmodell, wie gesagt, ich will nicht in die Glaskugel gucken, aber ich denke, es wird eine gestreute Finanzierung werden müssen, die sich im Schluss wahrscheinlich nicht komplett mit den Kosten decken wird. Aber ich hoffe, im nächsten Jahr haben wir da ein bisschen mehr zu erzählen. Dankeschön.
Herrn, vielen Dank für die Punktlandung. Tut mir leid, dass wir euch so gedrängelt haben. Ja, das war nur eine Flankierung. Gibt es Fragen an das Projekt, an Martin Missen? Ja, zunächst. Genau. Wer weiß, was wir in fünf Jahren haben. Bei uns im Antrag arbeiten wir auch ein bisschen dran. Mich würde interessieren, was für Homografien jetzt die Begründung ist, die diesen verschiedenen Formaten zur Verfügung zu stellen und spezifisch, was zum Beispiel die Positionierung von Tabellen und so weiter angeht. Das scheint bei Epoch irgendwie ein bisschen problematisch zu adaptieren. Die Überlegung, verschiedene Formate anzubieten, kommt eigentlich aus den Erfahrungswerten. Auf der einen Seite braucht man eine PDF, um einen ordentlichen Download machen zu können für die Leute, die diese Texte dann auch vorzeigen wollen. Wir haben von Prestige gesprochen. Das heißt, das, was man produziert, muss ja natürlich dementsprechend auch gut aussehen im Portfolio, wenn man sich um die Stelle bewirbt. Das war auch die Raison hinter dem HTML- und PDF-Design des E-Journals, auf dem das aufbaut. Das ist die eine Sache. Ein HTML ist überall zugänglich. Das ist schlank, ja, das kann ich überall einsehen. EPUB, ja gut, das ist eine schöne Sache. Ich kenne viele Leute, die mit Kindles in den Fliegern oder in den Zügen sitzen und ihre Sachen lesen. Aber es gibt natürlich noch andere und oder weitere. Wir wissen einfach noch nicht, wo es hingeht mit der Reise zu den Formaten. Eine andere Überlegung ist ganz pragmatisch. Freemium is an option. Ja, wir könnten uns überlegen, dass wir die HTML umsonst ins Netz stellen und anfangen, für EPUB und PDF-Downloads Geld zu verlangen. Ich habe mir ganz kurz vorher noch notiert, weil das ankam. Ich weiß nicht, die Kamera läuft, soll ich jetzt auch so ein bisschen beichten? Wir sind seit 5 Jahren bei Springer und haben dort inzwischen 15 Bücher publiziert, die zumeist Sammelbände sind. Springer hat in diesen 5 Jahren 27.800 Kapitel-Downloads verzeichnet. Und wenn man dann anfängt, sich klarzumachen, dass Springer pro PDF-Download zunächst 20 und inzwischen 30 Euro verlangt, dann kommt sehr viel Geld zusammen. Ja, das heißt, müssen wir nicht machen, wollen wir auch nicht machen, aber man kann sich natürlich solche Querfinanzierungen überlegen. Was war die andere Frage mit den Tabellen? Das war eine informatische Frage. Also, bei uns gibt es, also wir haben viele Beispiele, Tabellen und so weiter, Aha. die dann im PDF halt gesetzt werden oder die PDF halt ordentlich auf. Macht ihr das mit InDesign? Ja. Und ich frage mich, ob man das bei eben auch nicht mehr gleich normal machen muss. Aber das ist vielleicht sehr. Nee, da müssen wir miteinander telefonieren, das ist klar. Da kann man muss ich nämlich jetzt abwürgen und mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten nämlich im Frühjahr eine Sitzung der AG Uni-Verlage und haben uns mal einen technischen Anbieter von EPUB-Formaten eingeladen und unser Bauchgefühl, dass EPUB schwierig ist und wir vielleicht nicht zu viel Zeit da rein investieren sollten, hat sich da bestätigt. Das ist für den wissenschaftlichen Bereich nach wie vor nicht geklärt, das ist sehr schwierig und die großen Verlage machen es auch nur da, wo wir in einer Economy of Scale uns bewegen, wo es sich dann wirklich lohnt, weil es große Auflagen sind. Und im Kleinen, wo wir unterstützen ja eigentlich alle und ich denke mal, ich fange jetzt mal so ein bisschen an, in die Abmoderierung einzusteigen. Wir haben jetzt diverse Projekte und Aktivitäten kennengelernt, die sich tatsächlich auf die Wissenschaftskommunikation unter buchaffinen Disziplinen stützen und wo wir immer wieder an den gleichen Fragen landen, wer sind wir eigentlich mit dem, was wir tun, also wie positionieren wir uns vis-à-vis unseren Zielgruppen. Dann die ganz große Frage nach der Qualitätssicherung und vor allen Dingen, wenn wir solche Disziplinen unterstützen und sie haben und sie betreiben als Universitäten, als Forschungseinrichtungen und so weiter, wie sehr lassen wir unsere Wissenschaftler mit dem Publikationsprozess im Regen stehen, wenn wir sie nicht unterstützen? Aber sind wir gleichzeitig die Hängematte, in die sie sich einfach legen können und sagen können, es gibt alles, Sprachlektorat und so weiter, wir schreiben hier quasi dann nicht neu? Und sind dann bei den Förder- und Geschäftsmodellen. Und ich wage mal einen kleinen Blick in die Zukunft
Zukunft und denke, wir werden verschiedene Modelle sehen. Wir werden Modelle sehen, wo sich das zum Teil einfach aus der Nutzung ergibt. Also dass wir sagen, Services kosten Geld, die Wissenschaftler sind bereit, es zu bezahlen. Also wir bekommen dafür einen pragmatischen Service. Wir werden sicherlich aber auch Modelle sehen, wo wir sagen müssen, wenn uns als Gesellschaft diese Disziplinen etwas wert sind, dann müssen wir auch den Kommunikationsprozess unterstützen. Dann können wir nicht nur sagen, das muss der Markt irgendwie regeln, das hat er nämlich noch nie wirklich geregelt. Ich denke nur an die Druckkostenzuschüsse. Und die Reise dann in die Aufbrüche des Formats, die wird sicherlich begleitet sein von all diesen anderen Rahmenfaktoren. Die werden wir sicherlich auch sehen, aber ich bin da auch mal ganz zuversichtlich und glaube, das gute alte Buch, auch in Papierformat, wird bleiben, aber es wird auch neue Formate annehmen, denen wir durchaus auch noch den Begriff Buch zuweisen werden, weil wir mit diesem Begriff leben können und weil wir etwas darunter verstehen, auch wenn wir nicht alle das Gleiche darunter verstehen.